Und damit auf ein neues, zu einem weiteren Projekt wahrscheinlich. Und zwar Monster Hunter Rise. Meine Lieblingsspielereihe werde ich euch jetzt erstmal vorstellen, so ein bisschen. Weil ich habe hier schon einen Spielstand. Und ich werde jetzt auch nicht neu anfangen, deswegen ich zeige euch jetzt erstmal zwei große Monster für den Part geplant. Eins kenne ich, eins nicht. Bin jetzt bei, ich weiß nicht, wie viele Sterne-Quests. Aber ja, ich werde das DLC Let's Playen. Ich weiß noch nicht wie, ob ich ihm die großen Monster zeige. Oder alles, aber wahrscheinlich sogar alles. Aber ja, erstmal, hier bin ich. Da ist meine Katze Marvin. Vielleicht kennt ihr Marvin ja auch so. Und mein Hund Baloo. Baloo mit der Zinoko-Rüstung. Marvin, ich weiß es nicht genau. Ich habe die Rathalos-Rüstung und Doppelklingen. Kann mich hier schön durch die Luft ziehen. Bin dann noch in der Hubworld. Und ja. Dann kann ich mal kurz in meinen Jäger-Notizen gucken. Nur so eine kleine Info, ich bin auch dabei, hallo. Oh ja, du hast noch nichts gesagt. Ja, ich rede zu viel, es tut mir leid. Ach, zumindest übrigens, Leute. Ja. Ich wurde danach gefragt, ob ich hier dabei sein würde. Und Jan hat gebettelt, er hat schon so oft gefragt. Und da ich ja nicht zocken werde, ab und zu kann ich ja mal dabei sein. Das ist ja schon ganz gut. Ja, aber hört leider nichts, aber naja. Und am Anfang bedanken wir uns gleich für 96 Abonnenten. Oder waren es noch 95? Jetzt sind 96, Jan. Voll krass. Es geht so schnell voran in letzter Zeit, Leute. Danke, danke, danke. Ihr könnt gerne mehr kommentieren, gerne mehr abonnieren auch. Aber ja, jetzt erstmal Monster Hunter. Ihr seid bestimmt auch große Fans, wenn ihr einschaltet. Und Jan ist ein Profi, also ihr könnt hier Großes erwarten. Ja, Profi, Spielt's gerne, sage ich so. So, also erstmal sieht man hier immer diese alten, also diese gezeichneten Artworks von Viechern. Dann geht es ein bisschen wie Pokémon Snap und zwar kannst du jedes Vieh nochmal fotografieren. Wie man hier sieht, okay, hier habe ich jetzt noch dieses eine Foto und kann es dann hier halt reinmachen, von wegen, man hat es schon bekämpft. Man sieht es halt. Das ist halt hier zum Beispiel, hier soll ich ja noch mehr Fotos haben. Nimmt Zinoka. Hast du von dem Ding nur eins oder warum ist der Wert riesig und winzig der gleiche? Manchmal habe ich nur eins bekämpft. Ja, vier von dem habe ich nur einen bekämpft. Steht da ja gejagt, gefangen, nur einer. Steht hier alles, auch wie groß die waren, wie die Belohnungsstufe ist. Man kann hier sehen, an welcher Stelle man wie viel Schaden macht bei denen und welches Element gut ist und sowas. Was sehr praktisch ist und welche Statusveränderungen. Ja. Und wir werden den Almutron, wie auch immer, machen. Und hier sieht man, dass Feuerwaffen gut sind oder Eis. Aber Feuer ist besser, deswegen. Ich habe meine Feuerwaffe schon ausgerüstet. Den gehen wir mal zu der guten Questdame und nehmen die Quest an. Es passt ziemlich gut, da ich jetzt eine neue Stufe gestiegen bin, und zwar 6-Sterne-Quests. Da habe ich auch erst eine gemacht, das heißt, die machen wir einfach nochmal. Und dann machen wir noch die Bestie aus dem Eis. Die kenne ich selber nicht, ich weiß nicht, was das ist. Der Gosharak. Na, wer kennt ihn nicht? Gute Frage, aber wie gesagt, wir fangen mit ihm an. Deswegen seht ihr jetzt die Einleitungsszene auch nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. So, hier habe ich meine Objekte aber schon. Aber guck mal. Allein deswegen müsstest du Tim mehr mögen, weil der auch voll abgeht beim Monster und so. Ja, das weiß ich. Ich glaube, irgendwas war leer, oder? Hab alles. Okay, gut. Dann gehen wir los. Ah, schwierig. Ich weiß nicht genau, wie das wird alles, aber das erste Vieh ist schon mal ein bisschen nerviger zu bekämpfen. Aber ich habe Doppelklingen und die gehen in dem Teil richtig ab. Ich weiß auch nicht, warum. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und da Flo Monster Hunter eigentlich so gut wie gar nicht kennt, bin ich mal gespannt, ob er auch irgendwas dazu zu sagen hat. Was geht denn hier ab? Allein die Aufrufe. Ja, ich habe was zu sagen, nämlich, dass das eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, die Grafik, aber der Stil, der Hund sieht so realistisch aus, das ist schon fast ein... Wenn ich ihn ausziehen würde, noch mehr. Aber naja, wir essen erstmal die Mahlzeit. Gut. Was hat er denn da für ein Fliegenvieh? Das sind die nicht die Seilkäfer, mit denen ich mich hier durch die Gegend ziehe. Und ich das hier machen kann. Seilkäfer. Das sah aus wie so ein Glühwürmchen. So, dann ist hier diese Startkiste. Hier sind ein paar Items drin, die ich für den Kampf gebrauchen könnte. Ich werde es gegessen, okay. Habe ein paar Buffs bekommen. Darf mein Hund aufsteigen. Eine Karte unten. Die Anzeigen überfordern mich. Ja, das ist halt am Anfang echt. Unten links seht ihr die Karte. Ich habe das Monster jetzt markiert, wo wir hinwollen. Ja, was auch ziemlich cool ist. Und man kann mit dem Hund driften und kann auch geradeaus driften. Was keinen Sinn macht, aber es ist so. So weit weg ist das, da kann man sie nicht importen. Ich hab theoretisch. Ich mach's halt nur nie.
Detailkarten. Es gibt verschiedene Lager, wie bei Legenden Arceus. Woher haben die das vielleicht wohl? Da kann ich mich jetzt einfach hier oben zu dem Lager porten. Und dann bin ich viel näher dran. Aber keine Ahnung, die Strecke laufe ich meistens. Weil die Karte relativ angenehm ist. Ja, du kannst die halt in diesem Teil jede Wand auch einfach hochklettern. Wenn du genug Energie hast. Und das ist halt schon sehr krass. Aber ja. Deswegen habe ich, glaube ich, auch teilweise viele Sachen noch gar nicht richtig erkundet. Wie viel... Oh, das war Fallschaden, oder? Nee. Nee, ich gebe keinen Fallschaden. Gibt's nicht. Ich muss über diesen doofen Zaun nicht drüber. Aber... Kein Fallschaden, okay. Siehst du das da hinten? Da ist er. Ja. Hier ist noch ein Angriff hoch. Hat der Schnurrhaare? Bisschen. So. Oh Gott, da schreit er erst Almutron. Also ich glaube, Mut kommt von Englisch Mud, also Schlamm. Also nee, ja, müssen Schlamm. Ja, auf jeden Fall ist der ziemlich hart, deswegen werde ich ziemlich oft abprallen. Aber er ist auch sehr lang. Ich kann gleich zeigen, warum das cool ist mit der Doppelklinge. Ach so, mit hart meinst du jetzt nicht schwierig, sondern... Nee, hart vom Körper her. Also, ja, ich prall ziemlich schnell ab mit der Waffe. Aber guck mal, ich kann mich aber so gut über seinen kompletten Rücken rollen. Aber wo ist denn seine Leiste? Hm. Der hat keine Leiste. Du siehst das an seinem Verhalten. Was ist das denn für ein Gimmick? Okay. Irgendwann mache ich Sachen kaputt. Ich kann seine Schnurrhaare, glaube ich, zum Beispiel auch kaputt machen und so. Gott, das kriege ich auch richtig aufs Maul. Wann kannst du den Pokéball werfen? Gar nicht. Ich könnte ihn fangen später. Mit was? Mit einer Schockfalle oder einer normalen Falle und Beruhigungsbomben. Beruhigungsmittel gibt's hier auch. Wie schön. Dann kriegt man halt ein paar mehr Belohnungen. Ja. Warum bewegst du dich jetzt so viel? Was soll denn das? Der ist da voll im Baum drin. Ich glaube, oh, das sollte er nicht machen. Wo ist der hin? Oh, hinter mir. Gut. Passt. Da fragt man sich, woran hat's gelegen? Der Kampf, deswegen, ich kann ihn halt nicht. Ich habe ihn ja, glaube ich, jetzt zweimal bekämpft. Das ist kein guter Kampf, um zu demonstrieren, wie gut ich bin, oder auch nicht. Aber naja, wir schaffen das schon. So lange sollte das auch nicht gehen. Schwierig. Aber du weißt doch aus Erfahrung jetzt, wann der Kampf zu Ende ist, oder wie? Ich weiß, dass der nicht länger als 15 Minuten gehen wird. Weil so gut wie keiner so lang geht. Er hat doofen Schlammwellen hier immer. Warum macht er das überall? Das ist so, hä, da ist doch gar kein Schlamm. Wie kannst du das machen? Was soll das? Er kann das halt. Er gräbt sich so tief, dass das Schlamm ist. Der Boden ist ja hier drunter auch ein bisschen feuchter. Wenn er in ein ganz trockenes Gebiet gehen würde, könnte er das auch... Oh Gott, auch nicht mehr. Tot. Da hat er mich weggeschrien. Hab da keine Ohrstöpselrüstung. Jetzt habe ich eine Rüstung mit plus Angriff. Ohrstöpselrüstung, ich glaub's nicht. Ja, dann ist das Schreien egal. Das ist ja fast wie die Fähigkeit bei Pokémon. Lärmschutz. Ja. Ich sehe hier auf jeden Fall schon sehr viele Parallelen. Ey. Ich treffe einfach gar nicht mehr. Kann der jetzt dir folgen bis unendlich oder hat er so ein Gebiet, wo der drin bleibt? Man sieht so kleine Gebiete. Wenn ich jetzt abhauen würde, würde er nicht nachkommen, aber er wird selber abhauen. Ja. Hast du perfekt gesagt. Oh, guck, und da hinten ist ein anderes Monster. Guter Nagakuga. Weil jetzt heißt das, du müsstest den wieder von vorne machen? Nein, der haut nur ab und will sich irgendwie heilen oder so, aber. Ich hoffe, dass der Nagakuga da auch hin will, weil dann fetzen die sich. Dann kann ich die reiten und gute Sachen machen. Ich glaube, der will nicht. Na egal, dann schärfe ich mal nebenbei. Aber wenn der sich heilt, dann dauert der Kampf auch länger, oder nicht? Ja, der heilt sich aber nur so wenig. Los, komm her, Nagakuga. Nicht schießen. Lach mal. Der hat keine Lust. Der soll aber, jetzt komm her. Ich hab doch hier auch irgendwo... Grüßen. Hallo. Oh, warte ja, mal, er kommt automatisch auf. Ey, ich hab den Freund vom Spielen mitgebracht. Hey, okay, da haut immer ich dann halt gesagt. Nicht. Wenn er das halt echt nicht will, dann lasse ich ihn in Ruhe ausnahmsweise. Du kannst das zweimal machen, kann man das upgraden? Zwischendurch fliegen hier welche rum. Ich glaube, ich bin sogar mit einem vorbeigelaufen. Da hinten fliegt noch einer. Man kann bis zu drei gleichzeitig haben. Die kühlen sich dann halt eh ab.
Na, kann man die auf das benutzen. Sehr schön. Ach, guck, jetzt kann ich ihn reiten. Weil ich zu oft diese Mount-Attacken gemacht habe zum Drüberrollen. Warum machst du jetzt Deflamingo nach? Also, ne? Könnt jetzt andere Monster angreifen. Da hier aber keins ist, macht das keinen Sinn. Und deswegen haue ich ihn einfach ein paar Mal gegen eine Wand. Das findet er auch nicht so gut. Die Flamingo hat auch so Fäden, die er dann nimmt. Das ist aber Fäden. Das ist halt von den Käfern das Zeug. Jetzt kann ich halt erstmal ein bisschen auf ihn einschlagen. Weil jetzt wie heftig sind denn diese Käfer? Die sind richtig krass in dem Spiel. Guck, man sieht jetzt schon, der Rücken ist ein bisschen kaputt. Was halt am Anfang nicht war. Einfach kaputt gemacht. Der Vielmonster kann halt auch den Schwanz abtrennen alles. Oder sowas. Geht bei dem, soweit ich weiß, nicht. Ist ja auch ein Hauptangriffselement. Weiß nicht, ist Kopf ab oder was? Nee, das geht nicht. Kannst höchstens was am Kopf zerstören, aber nicht den Kopf abmachen. Ich glaube, ich könnte halt seine Schnurrhaare irgendwie ein bisschen kaputt machen. Ist das eigentlich bei denen so, dass die im Verlauf des Kampfes eher stärker werden oder schwächer? Ey, die kriegen zwischendurch Wutphasen. Das siehst du, wenn die Schaum von Mund haben. Aua. Oder bei manchen Monstern auch an anderen Sachen. Marvin, pass mal auf. Ich glaub, der wird wütend. Guck, jetzt hat er auch so einen Schlammball noch rausgeholt. Der will doch nur spielen. Das ist ein Spielzeug. Ja, weiß ich nicht. Vor allem die ganzen Zahlen. Warum sind da manche blau und manche... Nee. Blau ist, glaube ich, Quit. Aber ich kann das theoretisch auch ausblenden lassen. Aber ja, ich hab die halt an. Guck, da habe ich ihn wieder umgeworfen. Habe ich noch so eine Attacke rausgehauen. Guck doch, wie cool ich mich einfach über seinen Rücken rollen kann mit dem Doppelkling. Ich glaube, das wäre nicht meine Waffe. Ich benutze auch gerne den Hammer. Kannst du die Monster richtig gut ausnocken. Der Hammer des Tor. Na, ah, das Tor nicht. Es gibt auch ziemlich lustige Waffen hier. Hammer. Also vom Aussehen her noch. Kann ich euch auch noch mal ein bisschen was zeigen oder ein paar Rüstungen. Ein bisschen Hammer noch. Und in dem Teil, das ist halt ein ziemlich netter Teil. Oh Gott. Lag die Katze zum Beispiel auch, wenn es dem Vieh schlecht geht und ab dann könnte ich ihn halt fangen. In alten Teilen war das halt auch schwerer rauszufinden. Mittlerweile sagt die Katze einfach, oh, er ist schwach, lass... Dann kehrt wieder ab. Alles klar. Geht denn jetzt? Er baut die Mauer. Gar nicht so weit abgehauen, wie ich gedacht habe. Man kann ich jetzt nicht der sogar? Der andere geht noch nicht. Ja. Kann sogar hier drauf gehen. Kannst du auf der Karte sehen? Nein, ist er nicht mehr. Er ist abgehauen. Auf der Karte sind diese Symbole. Da noch ein dritter da, aber der ist noch weiter weg. Ja, der kommt gerade. Kann ich mal auf seine Schnurrhaare gehen? Vielleicht kriege ich es ja kaputt. Nein, das ist doch seine Schwachstelle. Ich muss meine Waffe gleich schärfen. Sieht man unter der Leiste, unter meiner Ausdauer, die gelb ist und gerade rot blinkt, dass ich der mal wieder schärfen sollte. Jetzt ist sie schon im orangen Bereich. Ich glaube, dafür verabschiede ich mich auch mal kurz. Einmal schärfen. Oh oh. Na, hat aber gereicht. Durfte zu Ende schärfen. Ich wollte noch mal einen Meilenstein hier an... Einfach das Meilenstein. Anmerken. Nämlich... Alter Leute, ihr habt bei dem Part, wo ich gegen den einen Herrscher gekämpft habe... Ich sag mal Herrscher, scheiße. König! Einfach schon über 400 Aufrufe, ihr seid verrückt. Hä? Ja, ne? Also, ist ja, wie es abgeht. Bin echt gespannt, ob das jetzt den Part von Pokémon Diamant überholt. Guck, er läuft doch normal, er humpelt nicht, also. Vielleicht ist er auch kurz davor, das weiß man nicht. Der sieht aber schon so aus, als würde er sich schwer tun. Nee, ich glaub nicht. Ja, hier fliegen auch so kleine Viecher rum, wenn man die alle sammelt, kann sich dann die Ausdauer und so auch erhöhen oder der Angriff. Die sammle ich übrigens, nicht, die ist noch an mich nervt. So ein kleiner Fakt noch. Die erste Märzwoche habe ich Urlaub. Da können wir mehr machen, da werde ich auch, spätestens da werde ich auch das eine Kochvideo schneiden, wenn ich es nicht schon vorher gemacht habe. Ja, mal gucken, wann wir mal wieder ein Kochvideo machen, weil ich hab Bock. Ja. Und das kann ich auch mal zeigen, ja. Du siehst du die kleinen süßen Viecher? Wenn man die haut, ja. Fliegen die aber weg und explodieren. Sind das Krokodile? Nein. Sieht am ehesten aus, so Waschbären.
Ach doch, das hat ja sogar Fell. Das sah aber am Rücken so aus, als wäre das so ledrig. Am ehesten würde ich es mit einem Waschbär vergleichen, glaube ich. Außer, dass die halt nicht explodieren, wenn du gegenhaust. Na, wer weiß. Und da hatte ich jetzt neulich erst eine Quest bekommen, dass ich den einmal treten soll und dann... Oh Gott. Ein Foto machen, wenn der explodiert. Ich wollte einer sehen. Kein... Oh. Ja, ne? Ich habe jetzt gar keinen Überblick, wie lang ist denn der Part? Der Part ist höchstens 16 Minuten. Ich glaube, am Anfang muss ich ein bisschen wegschneiden. Ja, ich würde sagen, du musst jetzt nicht noch einen besiegen, das wird sonst zu lang. Nein, einen machen wir noch, das ist mir egal. Oder wir machen noch einen zweiten Part, den will ich noch machen. Nee, dann mach das noch. Aber nee, ich dachte, du wolltest eh noch was anderes zeigen. Wie was anderes? Ich weiß nicht, irgendwas im Dorf hattest du gesagt. Ja, ich könnte da noch Rüstungen oder so zeigen, aber kann ich auch später machen. Das ist der erste Part, dass man ein bisschen Action hat. Hier, guck, jetzt habe ich ihn geblendet, den Arm. Der Arme. Können wir auch Fotos machen von dem. Ey, die stehen wieder auf. Hören sie auf? Oh, jetzt steht er, glaube ich, nicht mehr auf. Hören sie auf. Was machst du? Du tötest ihn einfach. Ja. Was ist los? Es gibt so ein paar Endanimationen. Und dann Busch. Ach, die haben dazu gehört, also. Ja. Na, hier sind jetzt die ganzen Belohnungen, aber. Am Anfang habe ich auch angefangen, mir jede einzelne Rüstung zu machen, deswegen habe ich sehr viele. Hab dann aber erstmal aufgehört, vielleicht hole ich die später nach, weil jetzt bin ich da. Wo teilweise ich Items brauche, die es nur zu 1% oder sowas gibt. Und ja, gut. Die will ich nicht unbedingt sofort farmen, wenn ich die Rüstung eh nicht haben will. Musste ich aber für die vom Rathalos trotzdem machen, weil ich die halt tragen wollte. Dringende 3-Sterne-Städten-Quest, Höllenfeuer. Mhm. Ja. Ach, war das nicht ein Zwilling? Ja. Die andere ist in dem Haus da hinten. Das sind die Multiplayer-Quests. War das nicht die Töchter Köchin? Von dem komischen Chef? Ja. Köchin. Kannst du dir mal die Kochanimation hier angucken, weil die ist eigentlich ganz schön. Ich habe nur gesehen, dass LeFloid aus Monster Hunter so ein ganzes Buffet gemacht hat mit so Spießen und sowas. Das ist richtig krass. Ja, das ist wahrscheinlich aus dem. Jetzt kämpfen wir gegen den Goss Harak. Keine Ahnung, was der kann. Aber er ist in Frostinseln, also denke ich mal, dass so eine Feuerwaffe nicht ganz verkehrt sein wird. Die Namen hören sie immer so nordisch an, teilweise. Teilweise. Damit wir mal ein Item wird und essen jetzt mal hier. Dann kann ich mal die Animation zeigen. Sie auch hier und stellen das Übliche und zwar Nummer 3. Chibi Dango, nee, Chibi. Kibi Dango. Was haben die denn dafür Gerätschaften? Die singen ja sogar. Ja, so hast du ich das nicht hören können. Aber die singen wahrscheinlich. Hast du das auf Japanisch? Ja. Oder auf... Oh no, ja, dann ist okay. Warum haben die Gesichter? Mit Hasengesichtern? Guck doch rein. Sind die nicht schön? Was ist der von Tee? Der sieht sehr gesund aus. Ja, das Essen aus den anderen Teilen sieht krasser aus. Hier sind noch die Gedangos und zum Beispiel in Generations. Meinem Lieblingsteil essen die einfach mal so Käsefondue. Das ist schon ein bisschen kräftiger, aber ja. Naja, dann gehen wir los. Jetzt kommt auch eine Sequenz, weil ich das Monster noch nie gesehen habe. Deswegen. Ja, die Vertonung ist auch sehr schön. Go, go, go. Was? Aufs Klo gehen? Vertonung ist auch sehr schön. Achso, da. Das nächtliche Gebrüll eines Monsters von den Frostinseln hat mein Kind so erschreckt, dass es nachts nicht mehr aufs Klo gehen will. Bitte hilf uns, wenn es geht. Ohne Eis. Eisbestie. Oh shit. Oha. Ja, natürlich. Der Treibhalt. Oh, ich glaube, das wird ein bisschen anstrengender. Oh oh. Renn an TK. Oh
ein bisschen aus wie der Yeti. Ja, so eine Szene hat halt jedes Monster am Anfang. Aufnahme gespeichert? Ja, ich mach davon nochmal einen Screenshot. Schnitter der Glieder. Hackt er jetzt unsere Beine ab und alles? Oh nein. Oh, hier sind sogar zwei Monster, die ich noch nicht kenne auf der Karte. Ich weiß gar nicht, zu welchem ich hin muss. Soll ich zu Gebiet 9 oder 8 gehen, sag? 8. Dann hoffen wir mal, dass das das Vieh ist, was wir... Dann gehen wir mal durch die Höhle. Ja, eine geheime Höhle hier. Aber auf jeden Fall, egal was das jetzt ist, davon muss ich auch noch ein Foto machen. Bei dem neuen jetzt auch, weil habe ich ja noch nicht. Warum gibt es eigentlich in jedem Spiel diesen Fotomodus? Ja, das ist ja erst seit dem Teil hier. Also bei Legacy of Arceus gab es zum Glück keinen. Aber gab Schlimmes. Da sind die kleinen Peeper. Und wo ist Nana? Eisclimbers. Hey, das habe ich nicht erwähnt. Eisclimbers, ein neuer Teil. Und Kid Icarus. Was ist das für nichts? Ja. Okay, also, das ist ein anderes Vieh. Das ist der T-Rex. Aber dann schön und tschüss. Tschüss. Guck mich nochmal an, bitte, T-Rex. Hallo. Der denkt sich. Ja, ich glaube, sogar am nächsten Part kommen. T-Rex. Ich habe das mal ein provisorisches. Ich werde das wahrscheinlich noch abändern. Aber. Tschüssi. Oh, weißt du, wie der heißt? Der ist aus anderen Teilen, den kenne ich. Ist, glaube ich, sogar aus dem ersten Teil, ne? Der T-Rex eben. Hört das ist einer der bekanntesten. Als hätte der irgendwas mit dem T-Rex zu tun. Mal Tiger wahrscheinlich am ehesten, weil er so gestreift ist. Und da oben ist ja, er. Ja, gut, das stimmt. Das ist eine Mischung aus T-Rex und Tiger. Guck mich mal bitte an. Oh, hallo? Aber der hat die Klinge nicht immer, wie es aussieht. Nee, der hat ja nur diese Faust. Die hat er ja irgendwie angehaucht, dann war da Eis dran und. War auch kein gutes Foto. Also irgendwie schon. Bewegt sich halt viel zu schnell. Oh Gott. ja. Alter, erstmal einen Punch mitgegeben. Hallo. Fall in die Phrase. Apropos. Auch ein Franchise. Punch out. Darauf. Ja, passt doch gerade. Jetzt fallen mir so viele Dinge ein. Er redet weiter. Sehr gut. Das sieht echt interessant aus. Kann man sich auch mal die Rüstung angucken, weil die kenne ich von dem nicht. Die gucken wir uns am Ende noch an und dann. Der ist voll anders als die anderen. Das ist nicht so ein Dino-Drache. Als die anderen, du kennst viele gar nicht. Ja, aber das stimmt, aber die meisten, die ich so kenne, die typisch sind, sind halt so drachenartige Wesen. Ja. Reptiloiden halt. Nicht unbedingt, nee. Beispiel, das, was als erstes da oben noch angezeigt wird, ist ein Hase. Den gibt's halt auch. Das ist halt. Geht schon eher in die Richtung von denen. Ich würde sagen, es gibt mehr Reptilien als alles andere. Das ist möglich, aber gibt's halt auch anderes. Nen Hase, ich weiß. Oh, sehr gut. Warum stand da Wyvern? Ja, die alle als Wyvern betitelt werden. Also da ist auf jeden Fall kein Wyvern. Und nochmal gegen die Wand. Ein Zeitraum. Ja, aber das beim letzten Minuten. Ging das. Da hat es länger gedauert, da weiten zu kommen. Ja, weil die Wände weiter weg waren. Und der stand ja schon davor. Der hat sich immer wieder mit seinem Dreck weg und so. Nein, nicht dreckig aus Sunshine, ich verstehe, ja. Aber weil er immer mit seinem Dreck weg war und so. Also guck mal. Wenn wir zusammen was machen, dann kommt viel bessere Situation. Oh, jetzt hat er seine Sense, oh. Alter. Richtiger Säbel. Gibt es eigentlich auch so Attacken von Gegnern, die dich hitten? Je nachdem, was du für Rüstung und so hast, teilweise auf jeden Fall, vor allem später. Ich konnte ja leider noch nie den Multiplayer von Monster Hunter spielen, weil ich keinen habe, der das mit mir wirklich weit gespielt hat. Haben alle schon so früh aufgehört. Oh, da haut er schon ab. Alter, wohin? Oh, der rennt zum T-Rex. Fetzt euch, komm. Schneller. Okay, das war zu laut. Nein, T-Rex, nicht weggehen. Ach, du bist doch doof. Ja, es wird heute nichts mehr, ich sag's dir. Die haben keine Lust darauf. Du. Was ist das überhaupt für ein Sound, den ich höre? Weil ich höre ja das Spiel nicht.
Ja, leider. Obwohl, wie gesagt, ich glaube, der Soundtrack würde dir ja nicht gefallen. Obwohl ich die Lieder richtig gut finde von jedem einzelnen Monster. Es gibt natürlich coolere und weniger coole, aber... Oh, das hast du doch damals bestimmt gespielt. Das Shop-Theme von Mitomo. Du hast doch Mitomo auch sogar, oder? Wir hatten das doch mal kurz zusammen. Was gibt's denn mittlerweile nicht mehr Mitomo? Das Handy. Und die abgeschaltet. Aber du hast das, glaube ich... Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt auch mir, wie heißt es? Utopia geholt. Und wenn dich das interessiert, könnte man das auch aufnehmen, weil soweit habe ich das noch nicht gespielt. Oh, das ist mega interessant. Wir können ja die Mies raussuchen, das wird so cool. Also wenn du das spielen willst, können wir es auch let's playen, dann spiele ich das nicht weiter. Nee, du willst ja spielen. Ja, aber zusammen meine ich. Ja, das kann man. Das ist ja, glaube ich, lustig. Ja gut, dann spiele ich das nicht weiter, privat. Das wird lustig. Wir können dann vor dem Part, oder beziehungsweise immer wenn diese Entscheidung kommt, wer soll welches Mii sein. Ey, da kommen coole Sachen, die auch auf unseren Kanal passen und so. Dann müssen wir nochmal neue Mies raussuchen. Ja, das ist... Aber... Ein paar habe ich schon. QR-Codes. Der QR-Code gibt's ja leider nicht. Das musst du jetzt einen anderen Code eingeben von den Ersteller und dann siehst du alle, die der erstellt hat, die er halt nicht blockiert hat. Achso, ja gut, das geht halt auch. Ich hab, glaube ich, sogar schon Ruffy. Also einen One-Piece-Typen habe ich sogar schon. Das ist natürlich cool. Aber weil ich finde es halt cool, es gibt ja diese Klassen und ob das jetzt wer Gutes ist, ob das jetzt wer Böses ist, ob das jetzt wer voll Dummes ist, ob das ja. Irgendwie so, das kann man voll passend machen zu den Charakteren. Ne? Ja, bei mir ist zum Beispiel der dunkle Lord gerade Dr. Eggman. Sieht lustig aus. Ich überlege gerade, ob es irgendeinen Lord gibt aus irgendeinem Videospiel. Okay, ich wollte gerade sagen Harry Potter, aber das ist kein Videospiel direkt. Ich meine, hier Graf Knickwitz aus Paper Mario, aber der ist auch kein Lord. Ja, kenne ich nicht. Irgendwas Lordiges, irgendwas Königliches, irgendwas Chefmäßiges, Oberbösewicht. Aber, ja, wir werden uns auf jeden Fall Gedanken machen. Aber es gibt so viele Projekte, Leute, es ist heftig. Es wäre halt sogar wieder eventuell, eins, wo man nichts mehr ausgeben muss, weil ich es halt schon besitze. Eventuell können wir dann auch, also... Im Moment hast du ja nicht so viel Urlaub, weil du das ja dann auch mit Marvin richtest. Ja. Aber wenn man dann, also ich arbeite und du spielst da irgendwann, keine Ahnung, bist du auch noch richtig, meine ich, als Angestellter, könnte man teilweise das auch abstimmen mit dem Urlaub. Ja. Und dann kann man natürlich noch mehr reinhasseln. So viel Leben kann er noch gar nicht mehr haben. Ich glaube, ich werde auch etwas nehmen als nächstes. Was heißt das nächstes? Wo ich mich bewerbe, wo man nicht am Wochenende arbeiten muss. Das wäre schön. Und auch keine. Ja, dann hätten wir immer Wochenende zusammen. Das wäre wenigstens etwas. Wenigstens jedes zweite. Aber so Sessions sind halt schon wichtig. Schulzeit war easy. Unizeit auch, aber jetzt, wo beide arbeiten. Und ich halt mega lange unterwegs bin. Nicht falsch abgebogen. Im Leben. Ja, wir müssen noch mal hier Späßchen machen. Warte mal, hier kann ich mal wieder einen großen Käfer. Hä, warum wird das große Seilkäfer groß geschrieben? Das ist ein Fehler. Oder ist das ein Eigenname? Oh mein Gott. Wow, du hast mich genau in die falsche Richtung gezogen. Scheiß Käfer. Hä, bist du nicht schon da, wo du hin sollst? Nee, du siehst doch auf der Karte, wo er ist. Aber du warst doch fast... Warst du gerade nicht direkt über ihm? Ach, du kommst von da aus nicht hin. Ja doch, da müsste ich immer lange warten und viel klettern und ich gehe einfach hier. Ich könnte noch ein Steak unterwegs essen. Nenn Steak. Du bist auch ein Scherzkeks. Guck wieder, Tigrex. Los, jetzt schreit euch an. Los. Ja. Guck, jetzt kann ich mich den Tigrex nehmen. Und mit dem T-Rex den anderen angreifen. Macht dann auch Schaden. Los, T-Rex. Gut. Was denkst du denn, wie lange die Parts so lang werden sollen? Weiß ich nicht. Ich versuch's halt nicht viel länger als 30 Minuten zu machen, aber. Kommt ja auch komplett drauf an. Der ist jetzt schon ein bisschen länger. Wahrscheinlich dann. Ja, also ich bin bei meiner Obergrenze von bei Pokémon war es halt nicht länger als 35. Aber manchmal ist es nicht machbar. Oh, jetzt kann ich sogar ihn noch mal reiten und mal ein paar Mal gegen die Wand. Perfekt. Ja, und... Ups.
Und nochmal gegen ihn. Gut. Wie fies ist das eigentlich so? Richtig Selbstzerstörung vor den Kopf eindeppern. Aha. Ja. Irgendwo, der hat seine Hörnchen schon verloren, oder? Ich glaube, der hat auch nicht mehr lange. So. Der hat gerade so aufs Maul gekriegt von T-Rex. Greif dich doch nicht weiter an, was soll denn das? Der ist ja noch weiter irgendwie angebunden, oder ist das nur so? Ja, kurz. Wissen ist ja noch fixiert. Aber gefühlt sind die Angriffe, also die Zahlen sind eigentlich, weiß ich nicht, ist das hoch? Weil irgendwie geht nichts über 50, ist das so ein... Der Doppelklinge schlägt halt schnell zu, aber macht nicht so viel Schaden. So. Wer hat bei anderen... Der hat jetzt übrigens zwei so... Ja, die hatte ja vorhin schon mal. Ich guck mal, da sind hier ganz viele Materialien von denen hingeploppt. Und wenn du jetzt das gleich abschließt, dann kannst du dich nicht mehr einsammeln oder was? Ja doch, ich habe noch 60 Sekunden. Aber ich mach das jetzt schnell. Weil wer weiß, ob der auch nochmal abhaut oder so. Und echt viele Materialien gerade. Oh mein Gott. Oh oh. Ey, ich will jetzt nicht mehr sterben. Ich durfte zwar noch zweimal sterben, aber muss ja nicht sein, ne? So lange hat er bestimmt eh nicht mehr. Komm, mein Freund. Sag gleich bist du tot. Aua. Wenn der jetzt nochmal abhaut. Der ist auch schon ein cooleres Biest, muss ich sagen. Schwein mit den Sensen und so. Jetzt sag doch mal gute Nacht, mein Freund. Du kannst doch nicht die ganze Zeit. Der ist sehr zäh. Sehr zäh ist er. Bis zu diesem Punkt. Ich habe auch überlegt, einfach jedes Monster zu fotografieren, wenn es tot auf dem Boden liegt und das in das Album anzumachen. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen fies wäre. Das ist sehr makaber. Sieht dann so böse aus, ja. Jo, dreimal gelootet. Hier liegt er. Och. Er muss sein Revier markieren, hallo. Merkt das schon. Können wir gleich mal hier die Fotos einpflegen. Einmal T-Rex. Und der Großhaar-Dingsbums. Gözhalak. Das ist eigentlich schon ganz cool. Kann hallo. Nicht, kann er noch ranzoomen? Weiß ich nicht. Nee, kannst du ja nicht bearbeiten. Boah, der hat schon Bedrohungsstufe 5 von 8. Krass. Mal. Ja, jetzt kann ich halt noch rumrennen, ein paar Sachen machen, mich durch die... Ups. Okay, so lange halt auch nicht. Sehr schön. Jetzt kriegst du am Ende nochmal eine Bewertung. Hoffentlich keine Story. Aber das passiert eh nicht so oft. So, ich dachte, da drüber stand Quest Erfüllt 12, aber das war wohl... Nee, jetzt mal die ganze Belohnung. Die Lohnung. Wie ich gestorben bin und so. Aber ja, bin ja nicht gestorben. Ja, ist das schön. Jetzt können wir uns einmal kurz die Rüstung und eventuell Waffe davon angucken und dann machen wir Schluss. Ist schon lang genug. Aber ja, das machen wir noch. So. So, Mr. Schmied. Hey, das sieht aus wie Geralt. Das stimmt. Ist hier irgendwo eine neue Eiswaffe? Weil Waffe hat nicht jedes Mal. Könnte ich verbessern vom Brater los. Ah, guck ich später noch. Weißt du, das ist nicht Geralt. Oh, du wirst dich wieder so bekicken. Das ist Stoppralt. Oh. Das hier, dieser Kreisel, ist übrigens die Waffe von dem Vieh, was wir davor besiegt haben. Oh, der Schlammschlitzer. Da oh, das ist Renralt. Oh. Oh, das ist die Rüstung von dem. Ist auf jeden Fall mächtig. Aufhetzer, kritisches Zielen. Okay, mal gucken, wie die Katzen aussehen und der Hund. Ja, schon angeguckt. Das war sie aber nicht, sondern die. Das sieht auch cool aus. Und die Palamut-Rüstung. Hat auch was. Vielleicht kriegt eins von meinen Tieren die Rüstung, aber ich selber brauche sie erstmal. Aber
Ja, dann würde ich sagen, wo ist es? Rufen wir noch meinen kleinen Kauz. Und beenden dann den Part fürs Erste. Wir hoffen, euch hat der etwas längere Part gefallen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.